So, weiter geht es mit einer neuen Folge Bioshock Infinite. Nach langer, langer Zeit sind wir endlich wieder zurück und wir sind hier mitten im Bürgerkrieg, denn wir sind in einer neuen alternativen Realität. In dieser Realität sind wir aber gestorben. Booker ist gestorben und die Vox sind hier gerade dabei, die Stadt zu übernehmen. Ich war ein Märtyrer. Okay, wir haben die Tornado-Fähigkeit. Können wir direkt hier mal testen. Einmal hier, wenn wir halten. Bams. Und dann eben die schnelle Variante. Aber dazu brauchen wir einen Gegner in der Nähe, denn das ist eine Nahkampffähigkeit. Lizzie, wo bist du denn? Meine Güte, hier im Chaos habe ich dich komplett verloren. Normalerweise dürften diese Schränke ja gar nicht durchsucht sein. Was haben wir hier? Ach, eine Schrotflinte. Denn ich bin ja eigentlich einer anderen Alternative. Und dementsprechend dürfen diese Schränke, wie gesagt, nicht durchsucht sein. Ah, komm mal her, du. Zack, Schlag ins Gesicht. Bams. Feuer in deiner Fresse. Oh, die Fähigkeit ist cool, oder? Die macht schon richtig Laune. Aber ich liebe meinen Revolver. Ich kann mich irgendwie von meinem Revolver gar nicht trennen. Autsch. Ich komm hoch zu dir und schlag dir hart in die Fresse, Junge. Ah, genau deswegen habe ich hier diese Verbrennungsfähigkeit behalten. Weil man damit so geile Kombis machen kann. Ranziehen, Schlag ins Gesicht. Ey, wie komme ich da drüben hin? What? Wie komme ich denn da hin? Lizzie? Den Sprung schaffe ich doch nie. Schade. Gab es hier irgendwo noch einen anderen Weg? Oh. Was ist denn, Lizzie? Hm. Aber hier oben kann man sich auch nirgendwo... Ah! Na dann. Hier. So, jetzt sehe ich das auch. Vielleicht komme ich von da irgendwie ran. An den Haken springen. Ja, komm schon, Booker. Jetzt komme ich hier hin. Denn hier oben gibt es eine Waffe, die Panzerfaust. Sonst nichts. Ein bisschen Geld hier drüben. Und eine halbe Zitrone. Tja, die Beute war dann doch relativ mager. Okay, wir müssen hier durch. Eigentlich müsste man die hier doch auch wieder knacken können. Na also. Deswegen finde ich auch, müsste man die Schränke wieder durchsuchen können. Denn wer kann mir denn bitte schön sagen, dass in dieser alternativen Realität irgendjemand noch nicht die Schränke durchsucht hat. Besonders da wir tot sind. Mm-mm. Vielleicht ein bisschen Salz mitnehmen. Ja, noch Munition. Munition nehme ich auch noch mit. Hier drüben. Der bockende Bronco. Tja, wir haben es geschafft. Ja. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Ich würde sagen, du hast uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten. Denn ich glaube nicht, dass du Welten erschaffen kannst. Sorry, du musst sterben. Ey, was läuft hier? Wie alle durchdrehen? Ich meine, müssen wir jetzt überhaupt noch zum Schmied gehen? Interessiert sich hier in dieser Welt irgendjemand noch für den Chinesen? Eigentlich nicht, oder? Naja, so oder so. Aus dem Weg! Aus dem Weg! So, hier Geschütz weggeholt. Moment. Wieso kann ich die Leiche hier nicht durchsuchen?
Weil sein Päckchen da unten liegt. Was hat der hier? Ein Beutel. Ich brauche Kuchen und Geld. Ah, Moment, hier drüben. Gatling-Munition gibt es hier aber keine, oder? Nee. Tja, der Laden hier steht offen und... Fuck. Oh, shit. Nein. Nein, Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Aber sein Gesicht zeigt mir, er wurde gefoltert. Oder zumindest zusammengeschlagen. Hier drüben. Ich weiß, ich hab's gesehen. Das bin ich. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay, wir scheint in dieser Alternative... Oh, bockender Bronco. Ist das Mädchen, Lizzie, bei Mr. Comstock. Aber wir sind ja tot. Märtyrer, Held der Freiheit, Booker DeWitt. Wie nobel. Liz? Was hast du gefunden? Was ist das hier? Hier war doch eben gerade was, oder? Ah, hier drüben. Ja, toll, Lizzie. Das Ding ist leer. Warum kannst du sowas nicht, Lizzie? Warum? Ich hab Geld gefunden. Oh, das ist gut. Hep! Comstock muss sterben! Alles klar, jetzt geht es wieder rund. Moment, hier drüben. Wichtiges Zeugs. Nämlich Geld. Geld ist immer wichtig für mich. Alright, nehmen wir hier noch das Salz mit. Na los, mein Junge. Töte für mich. Elizabeth. In Ordnung. Kann ich noch jemanden übernehmen? Hier scheint nein. Na dann. Geht klar. Aber ich kann sowas hier. Oh, was es hier alles gibt. Oh nein, mein Automat. Ihr Schweine. Ihr kranken Schweine. George, du gehörst mir. Oh, was ist das hier? Raketengeschütztürme? Revolver ist King, oder? Wie fucking gut ist bitteschön dieser Revolver hier? Einfach nur göttlich. Hier war doch irgendwo noch ein bisschen Salz. Yes. Na dann. Bitte sehr. Tja, braucht irgendjemand medizinische Versorgung? Ich kann nichts finden. Boom. Das war ein Move, oder? Munition, wo? Lizzie, wo? Was ist das hier? Booker, Achtung. Gut. Hier ist der Deckung hier drüben. Ich dachte schon... Nein, ich will ein Medikit. Medikit? Medikit. Medius Kittus. Stirb, Bastard. Stirb. Stirb, du Bastard. Stirb. Ich möchte einem gewissen Jeremiah Fink einen Rat geben. Bestimmt kennt ihr ja alle Mr. Finks Philosophie über die braven Leute in dieser... Feuer kriegen wir das Tor.
Oh shit, Alter. Nicht gut. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Wir sind gewalttätig. Ja, vielleicht. Mal schauen, ne? So, wie holen wir das runter? Okay, hier drüben wird gefeuert. Wow, das ist eine ganz schön lange Tour. Oi. Ich muss treffen, was nicht so leicht ist. Hier oben. Autsch. Ach, drauf geschissen. Ich müsste doch hier jetzt drauf springen können. Boom. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. So, wo ist denn hier mein spritziger Freund? Dich habe ich immer noch am allerliebsten. Lizzie, wo bist du eigentlich? Ich brauche deine Munition. Deine Talente, Munition herbeizuwünschen. Wie sie es sagen würde. Wieso nehmen wir nicht hier einfach dieses Schiff? Lizzie! Okay, George. Okay. Lass uns tanzen. Alter, Schwanz, du. Was macht der hier oben? Er dreht volle Kanne durch. So, hier, runter mit dem Kopf. Du Hühnchen. Alles klar. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ich weiß. But first. Schauen wir uns hier nochmal ganz genau um, damit wir auch wirklich gar nichts übersehen, denn man weiß ja nie in dem Spiel. Auf einmal gibt es den harten, guten Nougat. Direkt neben uns. Jetzt haben wir hier schön das Panzerfaust. Maschinengewehr. Aha. Noch einen kleinen bockigen Bronco und los. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Und zwar schnell. Very schnell. Shit. Komme ich hier auf der Seite irgendwie runter? Ich muss an die Schienen. Hier. Scheint's zu funktionieren. Sorry. Oh Gott, tut mir leid. Ich töte dich. Was? Warum? Das war unglaublich. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Haben die gerade gerufen? Do it? Na, ich glaube, die Fabrik hier ist ganz gut bewacht. Scheint zumindest so. Erstmal hier mitnehmen, was geht. Ein Käffchen. Käffchen to go. Moment mal, wer schießt denn hier? Das sind keine Freunde. Danke, Kent. So, wer will mir dienen? Du da. Alles klar. Es sei genehmigt. Du kannst dich umbringen, wenn du willst. Zeit ohne Liebe. Alter, wie krank. Oh, fuck me. Hat sich einfach den Schädel runtergeblasen. Aber so richtig runtergeblasen. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Brauchen wir Fink? Gut, was haben wir hier? Neue Stiefel. Vielleicht Gesundheit?
Wir nehmen es mit, aber so oft sterben wir nicht, dass wir es brauchen. Ey, was sind das hier für Sprüche, ja? Wir sind vielleicht die Freiheitsrevolution, aber wir sind auch gesittet und kultiviert. Nach oben, James. Nach oben. Tja, Lizzie, was hältst du von dieser Welt? Du siehst besorgt aus, sehr besorgt. Oh, hier wird alles Mögliche hergestellt. Auch was Neues, was wir noch nicht besitzen. Das hier drüben. Aber ich will noch nicht so viel verraten. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich finde das irgendwie cool, oder? Fink, sein Imperium. Und sie ganz besorgt. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin, Mr. Lin, mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht, aber... Telefon? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Daisy ist nicht erfreut. Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht in den Ausschnitt schauen. Tut mir leid. Das war peinlich. Na, Jungs? Wie jetzt? Was? What? What the fuck? Ich dachte, wir sind ein Team. Alles klar, wir sind keine Freunde mehr, huh? Wie es scheint. Die wollen es wirklich wissen. Sie bekommen ihre Antwort. Und die Antwort wird ihnen nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Ist das Blut? Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Tödlich oder tot? Tödlich. Der Safe ist offen. Aber der Inhalt. Der süße, süße Inhalt. Der ist mein. Kann man hier durch? Zack und zack und vielleicht hier noch ein Zack. Der hier geht nicht. Feuer fliegt aus der Hand. Oh. Yes, endlich. Endlich können wir hier ein bisschen upgraden. Ich hab Geld gefunden. Moment, nochmal hier Salz. Danke. Okay, die hier sind deaktiviert. Hier drüben ist zu. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Ah. Was haben wir hier Schönes? Wir nehmen's mit. Nee. Obwohl, Moment, wir schauen rein. Nein. Nein, 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 nein. Nur mitnehmen, bitte nicht anlegen. Money, money, money. Jede Menge Money. Oh yes, und Upgrades für meine Lieblingswaffe. Bams. Obwohl die schon mega OP ist. Wollen Sie mit dem Ding jagen? Einen Marienkäfer? Deine Mutter will ich damit jagen, ja?
Deine Mom. Die olle Wachtel. Bin ich bereit? Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Und hier sehen wir den sogenannten Songbird. Und man könnte so ein bisschen sagen, der Songbird ist der Vorgänger von einem Big Daddy. Ein Wächter. Der Kern ist menschlich, der Rest nicht mehr. Und wenn man einmal als Mensch in so ein Ding eingepflanzt wird, dann ist es wie beim Big Daddy. Kein Weg zurück. Und hier haben wir Sog. Das war die Fähigkeit, die wir auf dem Fließband gesehen haben eben gerade. Schlabber, schlabber, schlabber. Schlabber, schlabber, schlabber. Ey, wenn deine Hände so aussehen, hilft auch kein Klerasil. Das nenne ich fortgeschrittene Arkner. Sick, Alter. Sick. Aber ich habe hier keinen zum Crappen. Lizzie! Hilf mir mal mit dem Schloss. Kein Problem. Dong, dong, dong. Bitteschön. Danke, Lizzie. Dankeschön. Wie, was, wo? Liz, das wird ein harter Fight. Nein! Aufhören! Nein! Nein! Ach du Scheiße. Daisy, komm schon, der Mann war ein Genie. Du bist echt krank, Daisy. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Kranke Psychoschlampe. Gegen mich habt ihr keine Chance. Feuer reinigt. Okay, warte, wir müssen das anders machen. Ich brauche einen Bock hier. Bam! Oh, fuck! Alter, ich bin tot! Es gibt keine Töne. Naja, ich bin auch nicht tot. Wow. Das war eben gerade ein taktischer Sprung. Okay, Flammenwerfer wegditschen. Das blutet ja. Was blutet ja? Was blutet denn? So, hier. Combo Deluxe. Wo steckst du? Ja, komm her. So, hier weggeholt. Hast du irgendwas dabei? Hat jemand vielleicht einen Kaffee? Könnte einen Kaffee brauchen. Hey, Lizzie. Hey. Ich hab Munition. Das ist gut, Lizzie. Wirf sie runter. Salz, Gott sei Dank, Salz. Was kann ich hier mitnehmen? Medikit. Candyman, Vorsicht. Was, wo? Oh, fuck. Korruptierter... Killer Handy! Das ist keine Chance gegen mich. Zum Glück habe ich immer die besten Waffen am Start. Bisschen warten. Nicht warten. Okay. Verpiss dich! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, no, 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 no. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Stell dich! Keine Munition! Lizzie! Ich brauche jetzt Munition! Sofort! Oh, nice!
Richtig, richtig nice. Moment, hier drüben. Jetzt entspann dich doch mal. Ah, Mann, ich liebe aber das Verbrennen so sehr. Der Hut ist gut. Der Hut ist richtig gut. Verbrennen ist besser, ne? Da ist er! Mit Verbrennen hatte ich schon sehr, sehr viel Glück. Ich leg dich um. Oh Gott, wer ist denn da noch am Leben? Lizzie! Nein, 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 nein! Warum macht sie sowas? Bring das Kind um! Booker, wir müssen etwas tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Ja, aber wie? Wie, Lizzie? Komm, Booker, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Geh zum Fenster und lenk Daisy an! Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man sicher. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Oh, Lizzie. Elizabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. Oh, Lizzie. Oh, Lizzie, oh. Lizzie? Liz! Ach komm schon, Lizzie. Verhalte dich nicht immer so kindisch. Wir nehmen Gesundheit, oder? Ja. Wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht. Egal, wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna. Es tut mir leid. Was machst du da drin? Okay, sie ist da drin und wir setzen Kurs. Elizabeth. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York? Oder Paris? Nein, 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 nein! Oh, Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Es muss doch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung! Hilf mir suchen! Elizabeth! Halt dich irgendwo fest! Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Nein. Doch. Versuch's noch. Okay, warte. Bitte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das E. Nein, das Booker, ist es schnell. Bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Hier. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuchst du. Gut. Aufhören!
Nein, das ist es nicht. Hört gut, auf, ihr wisst nicht, sehr. Was ihr tut! Ha, na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück, er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann... Bringt er einen hin, wo man hin muss. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Mund zu, Lizzie, es zieht. Gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wie immer, meine Freunde. Bewertung nicht vergessen. Booker, Dankeschön. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Fürs Zusehen. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Mach! Ich kann die Augen nicht, zu tut mir leid. Du schaffst es! Bitte zwing mich nicht dazu! Du schaffst das! Soll ich sie schubsen? Schon. Ich geht nicht! Ich schaff das nicht! Tut mir leid! Oh. Die ganzen Leute hier. Die Vox, ha? Oh, die Arme. Ja gut, wie gesagt, die Folge ist vorbei. Mann, Booker, der Typ muss doch mega fett sein, oder? Der schaufelt sich hier. Danke. Die ganze Zeit irgendwie nur Torten, Bananen und Pizza und Kuchen und gebackene Krähe und Kaffee und Hot Dogs. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was eine Aussicht. Erinnert so ein bisschen ans Olymp mit den Blitzen und den Wolken und... Naja, ich meine, Comstock sieht auch ein bisschen aus wie Zeus. Bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen und... Tschüss!